Es war kein Pylon auf der Insel. Lass mich raten, der verschwindet gleich. Welch Überraschung. Wer bist du? Ich bin dein Vater. Könnte noch hinkommen am Schluss. Einfach nur wow. Mit anderen Worten kann man das gar nicht beschreiben. Nein! Hör auf! Noch nicht, ich habe die Lücke nicht gesehen. Und da war es nur noch eins. Leuchtet da was? Da geradeaus. Genau geradeaus von mir aus gesehen. Was ist das? Das da unten ist, glaube ich, eine Möwe, aber da vorne ist etwas rechts. Hab ich doch richtig gesehen. Das ist doch viel zu weit. Da komme ich niemals rüber. Schaut mal, wie weit das ist. Hä? Vielleicht machen wir es einfach so. So, und ich, vorsichtig, ich hoffe wir, ja, wir kommen dahin. Oh, sehr gut, sehr gut. Was ist das? Ein Stück Pizza? Nein, ich weiß nicht. Was ist das? Nimm's mal. Doch, es ist ein Stück Pizza. Eine antike Pizza. Die lag noch schwer im Magen damals. Da brauchte man ein paar gute Beißerchen. Schon hier? Aber das ging jetzt schnell. Das ging jetzt schnell. Ah. Ist ja auch gleich da unten. So. Und ein neues Leuchtfeuer entfacht. Ich versuche noch mal zu singen. Nein, Fuchs. Boah. Haben
Haben wir einen neuen Freund? Fuchs, warte auf mich. Wo ist er hin? Ich dachte, wir hätten einen neuen Freund. Was ist das für ein Tier? Ein ganz komisches, nicht von dieser Welt. Da ist der Fuchs. Füchschen. Es gibt zwei Wege. Fuchs ist links. Da ist noch ein dunklerer. Wo geht's da lang? Da kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Ich kann hier kurz nachschauen, da sind Dornen, ja, da komme ich wieder zurück. Aber was ist hier hinten? Ein Forscherdrang. Ah, Pizza. Pizza Prosciutto. Okay, und eben, ich kann wieder mal nicht versprechen, dass ich jedes Collectible finden werde, weil das werde ich nicht... Entschuldigung, das werde ich definitiv nicht schaffen. Okay, das ist zu eng. Weil das ist so eine große Welt und die, ja, manchmal so Durchgänge zu sehen, ist da noch relativ schwer. Das war jetzt gerade ein bisschen Glück. Deswegen bitte nicht böse sein. Fuchs, bist du das? Machst aber komische Geräusche. Ja, ich komme ja gleich. So, darf ich da mal durch? Danke. Das geht nicht. Ja. Unten ist irgendetwas. Fuchs, was muss ich machen? Okay, singen geht nicht. Ja, Fuchs, ich brauche deine Hilfe. Was ist das da am Boden? Da, warte, da ist etwas, das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ach so. Ist das auf Zeit? Bitte nicht auf Zeit. Ich mag Dinge, die auf Zeit sind, nicht. Ja, es ist auf Zeit. Ach, wie süß. Ein bisschen schüchtern noch, aber verständlich. Aber er hat uns, glaube ich, als Freund akzeptiert. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine einzige riesige Insel ist, ein einziges großes Level. Oder ob da tatsächlich noch eine Unterteilung ist. Da oben? Seht ihr den orangen Punkt? Ist das mein Fuchs? Also wie schnell ist der da hochgekommen? Ist der das? Hey Fuchs, du hast das gemacht. Oben ist etwas Oranges. Das ist doch der Fuchs. Ich sehe das nicht. Zu weit weg. Okay.
Okay, das ist zu steil. Ich dachte, das wäre eine Rampe, wo man hoch kann, aber nein. So, immer schön die Augen offen halten. Überall sind diese Schlüssellochzeichen, wie eben auch da am riesigen Turm. Och nö, nicht. Ah, da ist das letzte. Oh, Entschuldigung, muss kurz husten. Entschuldigung, da ist das letzte. Ich gehe gleich durch. Das ist der Fuchs mit einem riesen Schwanz. Aber wirklich riesig. Ich gehe gleich durch die Tür. Da unten ist noch ein Collectible. Genau deswegen will ich manchmal auch noch meine Umgebung erkunden. Die Ruinen da geradeaus, das könnte da sein, wo wir das Collectible nicht bekommen haben, weil es zu weit oben war, ein Vogel. Okay, diese Pizza haben wir fast vollständig. Ah, Entschuldigung. So, dann würde ich sagen, gehen wir durch die Tür. Man muss sich... Wie mache ich das? Okay. Ah, gut, ist nicht auf Zeit. Boah. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Abschnitt betreten, öffnet sich uns eine riesige neue wunderschöne Landschaft. Wer war der Erbauer von all dem? Warst du es? Das nehme ich mal als Nein. Ein Geheimpfad, eine Höhle. Ach, wie schön. Und wieder eine Kreuzung. Ich schau kurz hier. Alter, das ist zu offen. Jetzt schaue ich doch nochmal auf der anderen Seite. Das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf. Na gut. Alter, das ist zu groß hier. Ich verlaufe mich noch. Ich schau kurz, was in dem Kopf drin ist. Was in dem Kopf vor sich geht. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Ah, die Kameraführung ist manchmal sogar automatisch. So, auch hier erwarte ich wieder ein Collectible. Tada! Was ist das? Hä? Das war wie so ein Bild und da war schon eines. Wo haben wir das erste aufgesammelt? Bis jetzt gibt es drei verschiedene Collectibles. Tiere, diese Pizzastücke und Bilder. Ich will nur kurz etwas schauen. Ach so, das sind Outfits. Wegen dem.
Mir gefällt das ein bisschen besser. Obwohl ich blau eine schöne Farbe finde, aber das ist irgendwie zu kitschig. Ah, der Fuchs. Das heißt, vielleicht wir bekommen vielleicht noch mehr Helfer. Embleme. Auch eins vom Fuchs. Schlaflied. Ah, das können wir auch einsammeln, haben wir aber noch nicht. Galerie. Haben wir auch noch nicht. Das sind jede Menge Collectors, Leute. Jede. Jede Menge. Wer bist du? Wieso haust du immer ab? Ich mag Leute nicht, die immer wieder abhauen. Bleib doch mal da. Ich will dich kennenlernen. Er ist sicher wieder. Ich sehe nichts im Gebüsch. Ist sicher wieder weg, so wie ich den Typen kenne. Okay. Natürlich. Das war jetzt sehr ungeschickt, aber okay. Lassen wir mal so stehen, dann geht es da links weiter. Ich nehme jetzt einfach mal den Weg da links und schaue, wo es mich hinführt. Ich glaube nicht, dass das der Hauptweg sein kann. Weil diese Höhle, die ich da gefunden habe, war ja auch nicht gerade offensichtlich. Ich hab ne Kugel. Für was hab ich ne Kugel? Was macht diese Kugel? Leiht sie mir unendliche Macht? Nein, das denke ich nicht. Ne Kugel. Hat es irgendwo so eine Art Aussparung für eine Kugel gehabt? Ich nehme sie mal mit den anderen Weg entlang. Oder vielleicht brauchen wir sie auch irgendwo für oben zum Weiterkommen, irgendein Tor zu öffnen. Ich und meine Kugel. Was ist das? Okay, hier geht's aber nirgends weiter. Nein! Ach, das habe ich mir gedacht. Ich kann ja tauchen. Komm, nimm sie wieder. Nimm die Kugel. Scheiße, das scheint nicht zu gehen. Der taucht ein bisschen komisch, ein bisschen wild. Scheiße, da geht's auch nicht weiter. Oder? Nein, was hat denn diese Bucht hier für einen Zweck?